Willkommen zurück. Wir sind in einer Mission, die recht schnell gehen sollte. Wir tracken derzeit einen Nordzug und da müssen wir gleich hin und den irgendwie kaputt machen. Ganz schnell. Ich glaube, das sollte gehen auf Schwierigkeitsgradmittel. So, wir speichern nochmal. Ich bin immer froh, wenn ich die Mission ganz schnell abgehakt habe. Ich weiß gar nicht, ob man die auch anders machen kann. Deswegen, ich gehe da einfach immer hin. Hau hier die Lok weg oder was auch immer das ist und guck, was passiert. Das ignorieren wir jetzt alles mal. Ist er nicht weit? Ist er nicht weit? Wir müssen da nur schnell durch. Oh oh. Hätte Schwebepanzer wollen, immer erstmal das Feuer auf sich lenken, ist ja auch ganz nett. Man dachte immer, die Werwölfe sind die schnellsten und dann kamen die Schwebepanzer an. Ja. Wenn wir den kaputt machen, dann haben wir vielleicht schon mal ein bisschen Ruhe. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich probiere es gleich nochmal, wenn es nicht klappt, ist ja klar. Und mach das dann anders. Aha, an die kommen wir ran. Hier müssen wir kaputt machen. Jetzt können sie einfach durchlaufen. Schafft er das? Nein. Okay, ich glaube, jetzt habe ich keine guten Einheiten mehr. Jetzt habe ich unspektakulär in den Sand gesiebt. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Oder? Schaffen sie es? Ganz knapp. Da, jetzt muss man eigentlich nur noch das holen. Oh, da ist noch einer. Wieso ist der nicht mitgekommen? Weil er ein Ingenieur ist und der nicht angreifen kann. Ich verstehe. Ja, man sieht, es ist möglich. Man muss es halt nur ein bisschen taktisch klüger machen. Vielleicht mehr alle auf einmal dann ankommen lassen. Das nervt halt, dass die hier schon ein bisschen angreifen. Und wofür brauche ich einen Ingenieur, damit ich theoretisch die Kaserne hier einnehme? Stimmt, ich könnte noch ein paar Einheiten bauen, aber man hat nicht viel Zeit, das ist auch das Problem. Weil recht bald ist die Brücke hier repariert und dann fährt er weg und dann weiß ich nicht, wie die Mission weitergeht. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Ich will jetzt einmal nur gucken, dass ich da durchkomme. Jetzt fahre ich mal mit dem ein bisschen hier rum, damit die anderen nachkommen können. Dann machen wir das Tor vielleicht weg. Ich dachte eigentlich, es wäre eine kluge Idee. Oh, und geht da nicht so nah ran. Da sind Dinge. Das Tor hält halt auch eine Menge aus. Und wird auch noch repariert. Das ist doch Bullshit. Und jetzt nerven mich natürlich die Lasertürme. Wo sind meine ganzen Einheiten hin? Ich hatte doch irgendwie mehr. Ah, da. Komm, jetzt müsst ihr nur noch dahin gehen. Komm, Titan. Es war so knapp. Er war 2 Zentimeter entfernt. Gut, wir müssen es nochmal probieren. Es gab bestimmt eine Möglichkeit, es besser zu machen. Ich schicke die jetzt wieder hin. Die werden den kürzesten Weg finden. Hier oben geht es also anscheinend nicht lang. Ich kann natürlich auch erstmal hier ein bisschen angreifen. Aber die werden ja mal nachgebaut bestimmt. Ich habe kurz Alarmstufe 2 angespielt auf Englisch. Manchmal bricht es noch ab. Ich hoffe, das kriege ich noch gefixt. Aber da sind Panzer auf jeden Fall deutlich effektiver gegen Infanterie. Ist ganz lustig. Komm, wir gehen einfach weiter. Das hat ja keinen Sinn sonst. Dann verliere ich schon meine Einheiten. Das Spiel ist so viel schneller, dieses Alarmschiff Rot. Also alle Teile. Aber ist auch schneller dann vorbei. Ist ja auch nicht schön. Sollen wir die wieder auf den Laserturm gehen, lieber? Dann würde ich den lieber zurückschicken und den vor als jemanden, der dann ein bisschen was einfängt. An Kugeln, Laser. Natürlich konnte ich jetzt auch rüber. Wenn gerade das Tor offen ist, geht es vielleicht. Komm, strengt euch an. Ich will gar nicht drauf gucken. Ich will es einfach nur schaffen. Komm, hin. Nehmt doch. Ihr sollt hinlaufen, nicht irgendwie. Ja, danke. Seht ihr, wie einfach das eigentlich geht? Im dritten Versuch, das geht doch. Gut, weiter. Endlich. Einfach weg. Neue Mission, bitte. Ich müsste es vielleicht irgendwann mal ausprobieren. Dann kriegt man vielleicht irgendwann noch einen Bauhof, wer weiß. Aber ich mag das nicht. Ich finde die Mission irgendwie voll unsympathisch. Wir gehen einfach weiter. 2 Missionen. Oh, 3. Oh, wir gehen von oben, ne? Ich will gar nicht wissen, welche am klügsten wäre. Oh! Das ist die. Aha, oho. Interessant.
An die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Aber, jawohl, da ist ein Bauhof. Ich dachte schon, der muss da noch kommen. Ich will eigentlich recht weit vorne stehen, weil hier ist ja nur ein paar Tiberium-Bröckchen. Na toll, jetzt sind die, das Hauptborn so weit weg. Ich will ein bisschen weiter vorne stehen, damit die Sammler es nicht so weit haben dann. Ja, ein Schwebepanzer habe ich verloren, oder? Mehr nicht. Oh nein. Ich hasse dieses Zeug. Aber der Schwebepanzer kommt darüber ohne Probleme, glaube ich. Natürlich habe ich jetzt noch schon einen verloren, einen wichtigen. Aber die Disruptor kann ich da nicht reinschicken. Da. Ja gut, dann muss ich den halt hier aufbauen. Habe ich erstmal keine Wahl, sonst dauert es zu lange. Was machen? Ach so, ich erinnere mich. Die brauchen irgendwie hier das Zeug für ihre Raketen oder Massenvernichtungswaffen. Das Problem ist auch, dass diese Giftwolke irgendwann kommt und das ist auch nicht ungiftig. Wo soll ich denn bitte schon meine Raffinerie hinstellen? Ich glaube, ich muss eh gleich nochmal neu beginnen, weil ich das unpraktisch gemacht habe. Muss ich wohl doch warten, bis das hier weg ist und ich hier durch kann? Man muss sich sofort darum kümmern, sonst ist man hier eingekesselt. Und die Disruptoren hat man ja dann gleich weggeworfen quasi, wenn man die hier rüber schickt. Also besser sind Disruptoren, was ich weiß. Das hier oben. Und das hier sind Schwebepanzer. Eine. Ja, alleine dauert es ein bisschen länger, so ein Loch kaputt zu machen. In manchen Missionen geht es überhaupt nicht. Manchmal geht es relativ schnell. Jawohl. Die sind schön stark, die Disruptoren. Mehr so ein schwacher Titan. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Hallöchen. Ah ja, wenigstens kann ich sie aufbauen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Dann brauche ich auf jeden Fall eine Kaserne. Dann kann ich mir hier gleich vielleicht einen Ingenieur reinschicken irgendwo. Und dann kann ich meine Basis erweitern, versteht ihr? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mehr gibt es hier auch nicht anscheinend. Dann einmal so und ein Ingenieur. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Oh, 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 alles kaputt, mein ganzer Plan, weil die Disruptoren zu zerstörerisch sind. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Und das Loch ist immer noch nicht kaputt. Kriegen die den nicht kaputt, den einen? Cool. Also wenn es hier kein Gebäude mehr gibt, dann ist das unpraktisch. Was mache ich denn jetzt? Ich habe Geld, aber ich kann nichts bauen. Ich kann nicht so weit entfernt bauen. Ich muss nochmal anfangen gleich. Das sieht man deutlich und dann baue ich hier meine Basis hin. Das ist viel sinnvoller auch. Gut, fangen wir neu an. Hat keinen Sinn. Jetzt weiß ich aber, was ich zu tun habe. Also ich behalte erstmal die Schwebepanzer ein bisschen in Sicherheit. Die sind eins, die sind zwei, du bist drei. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Mitkommen, meine ich. So. Wo sind die blöden Stealth-Panzer? Unsichtbaren Dinger. Irgendwo hier. Drauf. Weiter. Seht ihr, so ist es viel klüger. Da behält man alle seine Einheiten. Jetzt schnell zu dem Loch. Du kommst noch ein bisschen mit. Es hat keinen Sinn, hier sich seine Basis aufzubauen. Das habe ich aber schon gemacht. Und irgendwie hat es auch dann geklappt. Aber es war sehr unangenehm. Sehr schwierig. Wo ist das Loch? Da. Alle mitkommen. Bei dem Versuch eben haben sie es nicht mal geschafft, glaube ich. Das war der, ne? Da haben sie es nicht mal geschafft, das Loch kaputt zu machen. War aber auch nur ein einziger Schwebepanzer. Jetzt geht es vielleicht ein bisschen schneller. Auf geht's. Ich will endlich meine Basis aufbauen. Die Mission war schon ein bisschen größer, glaube ich. Und da muss ich ihr Gebäude gar nicht einnehmen, wenn ich meinen Bauhof einfach dahin stelle. Irgendwie ist es schon weitergewachsen, diesmal kann es sein. Fühlt sich fast so an. Da waren noch mehr Schwebepanzer, ich weiß.
Macht mir aber nichts. Vorsicht. Oh oh. Die nehmen schon Schaden von den Giftwolken. Das ist doof. Aber ich bin froh, dass die Disruptoren auch, oh Vorsicht, weit genug wegstehen können beim Angreifen von diesen Lasertürmen. Oh, einer ist schon tot. Tja, das ist unpraktisch. Stell dich mal irgendwo hin, wo du dich aufbauen kannst, Bauhof. Ich brauch dich nämlich langsam. Hier, jetzt, komm. Jawohl. Ja, die können sich ja weiter vergnügen. Interessiert mich nicht mehr. Natürlich interessiert es mich dann, wenn hier das Zeug immer weiter zu mir kommt. Das ist klar. Das müssen wir dann sehen. Man muss echt aufpassen hier mit seiner Basisstruktur, dass man nicht... Oh, cool. Dass man nicht zu eng baut. Also man muss eng bauen, aber dass man es dann nicht versaut. Sonst kann man am Ende wichtige Gebäude gar nicht mehr aufbauen, wenn kein Platz ist. Vielleicht sollte ich mich darum kümmern, bevor sich das um meinen Bauhof kümmert. Aber erstmal hier weg, sonst machen meine eigenen Disruptoren den Bauhof kaputt. Das wäre nicht das erste Mal. Es haut wieder ab, das Vieh. Na gut, dann bleiben wir hier stehen. Die können leider keine Mauer kaputt machen. Ich verstehe auch nicht, warum. Ah, geschafft. Ich bin da begeistert. Und da leben noch zwei. Wir wollen das Vieh kaputt machen. So. Stellen wir das hier hin. Dann können wir erstmal das Blaue nehmen, genau. Kaserne. Oh, nicht da durch, nicht da durch, nicht da durch. Das kann ich da wieder aufladen. Jetzt sind es schon zwei, cool. Ist doch fast tot, dankeschön. So, das stellen wir irgendwo hier, wo es nicht stört. Kaserne braucht man oft höchstens für Ingenieure. Wenn überhaupt. Und damit man halt die Waffenfabrik bauen kann. Man kann die nämlich erst bauen, wenn man eine Kaserne hat. Das haben die schon so eingeplant. Er kann aber hier Mauern kaputt machen. Einreißen. Das ist doch schön. War der jetzt noch von Vieh? Da ist es. Irgendwann kommt es wieder und dann rege ich mich auf. Mann, sind Schwebepanzer schwach. Das glaubt man ja kaum. Jo. Oh, hallo, du bist auch noch da. Wo wirst du denn jetzt hin? Zu dem Ding wahrscheinlich. Der hat da noch ein anderes Gebäude. Nicht durch meinen Bauhof, nicht durch meinen Bauhof. Jetzt bin ich gespannt. Die sind so doof. So, wir gehen da einfach mal hin. Und erst dann schießen wir. Wäre mein Vorschlag. Will der überhaupt hier durch? So. Der hält einiges aus. Und meine Waffen... Ja, sammel weiter. Der hat keinen Bock. Hängt der da? Oder sammelt der? Du sollst sammeln. So. Ja, ich würde gerne hier ein bisschen Platz haben für meine Waffenfabrik. Ja, dann baue ich die halt hier hin. Da kommt man aber nicht mehr durch. Dann baue ich die hier hin. Und dann kommen... Genau das habe ich gemeint. Jetzt kommen sie mit scheiß Raketen. Und dann treffen sie meine Gebäude super gut, weil die so nah beieinander stehen. Was ich halt nicht ändern kann in dieser Mission. Richtig schäbig. Bauen wir noch eine Raffinerie, aber die verkaufen wir gleich wieder. Es geht hier um den Sammler. Diese Raketen sind auch total doof, weil die so lange Giftwolken nach sich ziehen. Dafür ist das Zeug jetzt fast weg. Komm, mach da noch mehr weg. Oh nein. Low Power auch noch. Wo wollen sie denn hin? Das war's mit meinem Schwebepanzer. Und das war's mit meinem blauen Tiberium fast schon. Geil. Der braucht schon blaues Tiberium. Ich glaube, ich lade gleich nochmal. Ich glaube, das ist klug. Meine Fresse, das ist mit der Mission habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass die mir so viele Probleme bereitet. Im Prinzip könnte man den ja auch einfach ignorieren hier. Der stört ja nicht. Ja, das bin ich selber, ich weiß.
Ja, er sucht sein Dings, ne, was ich kaputt gemacht habe. Sein Dings. So, wir bleiben jetzt schön hier wegstehen. Du machst hier weiter. Kommt kein Raketenangriff diesmal. Nichts dagegen. Wieso können die nicht die Mauer kaputt machen? Das ist schade. Aha, dann speichern wir unter einem anderen Stand. Immer wenn man sich drauf freut, dann kommt's auch. Ach, diesmal auf meine Raffinerie? Warum? Nicht so auf meinen Bauhof diesmal. Du musst hier weiter angreifen. Das Problem ist gleich, wenn die Buggies kommen. Ja, das hält er aus. Jetzt können sie da wenigstens durch. Jetzt gehe ich erstmal in Sicherheit mit dem, bis die Buggies tot sind. Vielleicht bringe ich den auch noch woanders hin. Aha. Jetzt habe ich wieder keinen Platz dafür. Wie die Wolke mich verfolgt. Seht ihr das? Unerhört. Ich habe eh keinen Platz für zwei Raffinerien, deswegen werde ich die gleich wieder verkaufen. Dafür habe ich noch ein paar Einheiten, ist auch schön. Die stellen wir mal dahin. Und du gehst nochmal ein bisschen weg da, dann kann man hier noch ein bisschen Mauer einreißen. Das ist aber knifflige Arbeit hier am Anfang. Uiuiuiui. So, jetzt konnte ich eigentlich noch was bauen. Eigentlich reicht es noch nicht an Sammlern, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ich kann leider immer nur so eine Sache bauen in der Bauleiste. Deswegen kann ich jetzt noch nicht das Raptoren parallel bauen, aber das Geld habe ich eh nicht. So. Ja, heute geplant Mauer wegmachen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Die können. Ah, geil, jetzt brauche ich Silos. Scheiße. Das mag ich aber gar nicht. Dann muss ich halt nebenbei noch was bauen. Später habe ich wieder kein Geld, ich sehe es schon. Warte mal kurz. So. Im Prinzip würde ich fast die behalten wollen, aber nee. Kommt auch weg. Und jetzt bauen wir sowas. Vielleicht erstmal ein Kraftwerk. Oh oh. Er schon wieder. Mach nur meinen Sammler nicht kaputt. Mein eigenes Raptor. Der hält echt viel aus. Zack. Ja, dann komm, bleib mal hier. Der ist doch scheißegal. Kann zwar sein, dass er deswegen die Raketenangriffe starten kann, aber das ist mir gerade Wayne. Der kommt doch eh gleich wieder zurück. Dann können wir uns um den kümmern. Vielleicht kümmert sich auch das Vieh. Das wäre doch auch cool. Noch klappt es ohne Silos. Jetzt habe ich drei Sammler. Also nicht mehr lange. Na komm, wir bauen nochmal. Komm. Zack. Brauche ich noch mehr Energie. Ich werde auf jeden Fall einzelne Kraftwerke lieber bauen. Als die aufzurüsten. Ist da jemand gerade unterirdisch gekommen? Oh oh, das hätte jetzt auch gefehlt. Aha. Noch ein Kraftwerk, weil wenn die Raketenangriffe kommen, dann kann es sein, dass einzelne Gebäude ganz schnell weggehen. So, jetzt brauche ich ja, was brauche ich denn? Gibt es kein Dings? Doch, hier. Habe ich ganz übersehen. Vielleicht hole ich mir sowas noch. Ja, es wird knapp. Ich brauche vielleicht doch gleich Silos. Will ich aber gar nicht. Ich mag keine Silos. Gucken uns mal da um ein bisschen. Jetzt habe ich ja Titan, der kann ein bisschen mithelfen, hier die Mauer wegzumachen. Mit vereinten Kräften werden wir das doch schaffen. So, du stellst dich irgendwie dahin. Immer in der Nähe des Bauhofs. Der muss am besten geschützt werden. Hier sind wir da hoch. Dankeschön. Dann bin ich wenigstens ein bisschen vorgewarnt.
Na toll, jetzt stelle ich hier das Ding hin und dann greift das Vieh hier an. Ich bringe den mal zurück und vielleicht kann er da was ausrichten. Damit ich ein bisschen Ruhe habe. Noch ein Kraftwerk. Oh nein, jetzt habe ich es genau da eingestellt, wo das Vieh ist. Ah, es stirbt. Perfekt. Vielleicht lasse ich den einfach hier stehen für Notfälle. Ich könnte Disruptoren bauen, dann mal los. Noch ein Kraftwerk hätte ich ganz gerne. Oh oh. Immer auf die Raffinerie, Waffenfabrik, Bauhof, Stelle. So, noch ein Kraftwerk. Jetzt sollte ich erstmal sicher sein. Gebäude brauche ich wohl erstmal nicht. Vielleicht noch eine Werkstatt. Vielleicht aber auch nicht. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Oh gut, die schaffen das. Hätte schlimmer kommen können. Aha. Also das Blaue hier links ist gleich weg, aber hier rechts ist noch. Die Mauer ist bald weg. Wir schaffen das. Ich kann mich halt überhaupt nicht verteidigen gegen diesen Raketenangriff. Man kann nur reparieren. Das ist unangenehm. Man muss auch immer dran denken zu reparieren. Wenn man es einmal vergisst, dann ist beim nächsten Angriff das Gebäude weg. Spätestens. Ja, so viel dazu. Wir brauchen Silos. Oh, ich sehe gerade auf der Karte die ganzen roten Punkte. Uiuiui. Speicher mal. Uiuiuiui. Was muss ich machen? Destroy all the chemical tanks. Okay, einen habe ich schon destroyed, wenn es das Gebäude war. Wenn es nicht die weißen Gebäude waren. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Einheiten. Also allein um die Mauer kaputt zu machen, hat sich das schon gelohnt, Titans zu bauen. Die sind gar nicht so schlecht dabei. Bei Alarmstufe Rot 2 kann man 30 Einheiten, glaube ich, auf einen Schlag in Auftrag geben. Ich glaube, ich hatte mal 50 gesagt. Das war dann, glaube ich, erst bei Generäle so. Oder Generals. Aber das ist ja eine eigene Timeline quasi. Ja, dann sind die jetzt eins und wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Moment, da ist noch ein Stück Mauer. War ich das selber oder? Anscheinend. So, die Mauer ist hinüber. Endlich. Ja, ich bin so ein bisschen auf Speicherkurs gerade. Kann daran liegen, dass bei Alarmstufe 2 es ständig abbricht und dann will man nicht so viel nachspielen. So. Die Karte ist nicht so groß, aber ich weiß nicht, ob die noch größer wird. Vielleicht wirkt es auch nur so, weil hier so die Auflösung so groß ist. Bei Alarmstufe 2 habe ich jetzt wieder die Originale, glaube ich. Die ein bisschen weiter reingezoomt ist quasi. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, hier konnte man genau hier links einfach rum. Da ist noch Tiberium und man kann sehen, dass der Feind da irgendwann auch irgendwann kommt eventuell. Kommen wir hier an das Loch. Eventuell. Also ich habe 3 Sammler. Okay, die müssen teilweise sehr weit fahren, deswegen habe ich nicht so viel. Kommen die nicht dran? Da brauche ich Schwebepanzer für. Aber muss ich es überhaupt kaputt machen oder ist es in sich eingeschlossen? Dann wäre mir das nämlich egal. Hm. Vielleicht mache ich es besser kaputt. Immer wenn ich die Dinger sehe, will ich die lieber kaputt machen. Da gehen wir lieber weg. Da haben wir noch zu wenig Einheiten, würde ich sagen, bei so viel Artillerie auf einmal. Gefällt mir das nicht. So viel dazu. Hätte er mal den Titan erwischt. Das wäre doch auch in Ordnung gewesen. Gut, da werden wir uns als erstes hinbegeben, denke ich mal. Aber wir gucken hier noch ein bisschen. Weil ganz viel Tiberium hier verfügbar ist, das ist doch schön. Dann kann ich mir vielleicht doch noch eine zweite Raffinerie gönnen. Irgendwo hier rechts noch hinstellen.
Der sollte das doch schaffen von hier aus, oder? Würde mich doch sehr wundern sonst. Hab jetzt wieder kein Geld. Komm, zeig, was du kannst, Schwebepanzer. Du musst doch irgendeine Daseinsberechtigung haben. Jawohl. Von Weitem konnte man ihm das nicht in Auftrag geben. Oh, jetzt kommen die, die mögen das nicht. Das wundert mich aber. Solange sie noch nicht da sind. Oh nein. Das ging aber schnell. Haben sie ein Kraftwerk kaputt gemacht, ich sehe schon. Genau deswegen baue ich viel mehr. Anstatt einzelne aufzurüsten. Was ich gar nicht tun könnte, oder? Ich doch hier damit. Da sind sie. Ach, die kommen von oben jetzt. Na gut, wie ihr wollt. Wir gehen dann noch weiter nach links. Dass immer nicht schlimm ist, wenn mal einer ein Kraftwerk zerstört hat. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Den wollte ich angreifen. Die können ja auch was tun. Die sind eigentlich ganz gut gegen Infanterie. Schießte. Und dann noch den. Dann haben die auch ihre Daseinsberechtigung. Das haben wir noch zu reparieren. So lange Giftschwaden. Oh, mein Forschungszentrum ist fast kaputt. Gehen die auf den Schwebepanzer? Nein! Warum? Lass doch den in Ruhe. Der tut doch nichts. Er will nur dieses blöde Loch kaputt machen. Und ich denke, wenn es einmal hier relativ schnell ging, kaputt zu machen, dann wird es bei den anderen Löchern genauso sein. Ich warte, bis sie kommen, damit das blaue Tiberium in Mitleidenschaft gerät. Und wieder hin. Das hat sich ja gelohnt. Tja, jetzt rollt langsam der Rubel hier. Und die hätte ich beinahe vergessen. Kommen mal wieder zurück. Haben wir inzwischen das repariert? Das ging ja schön. Schnell, fix. Oh, wo will er denn hin? Sammeln doch erstmal hier das Tiberium statt irgendwo in der Ferne. Das ist doch Schwachsinn. Wir brauchen jetzt vor allem viel Geld und nicht erst gegen Ende der Mission. Dann haben wir genug. Dann haben wir quasi schon gewonnen. Was haben wir hier noch? Kommen wir da durch? Hier gibt es gar keine Möglichkeit. Da muss ich mich da auch nicht verteidigen. Können wir da weiter vorgehen? Ich muss mich eh mehr nach rechts ausrichten gerade. Sehe ich. Hallöchen im Team. Hallöchen, dachte ich. Hätte vielleicht doch zwei, drei Schwebepanzer bauen sollen, wenn es so lange dauert. Eieieiei. Einmal dahin. Sehr gut. Unit ready. So eine Nostalgie bei Alarmstufe 2, das in Englisch zu spielen, habe ich lange nicht mehr gemacht. Oh, er hat es geschafft. Hervorragend. Wichtiger Teilerfolg. Speichern. Dumm-di-dumm. Sag bloß, es war alles von dem Loch oder gibt es da noch eins? Da gibt es noch eins. Krass. Komm, das schaffst du. Das ist nicht so weit. Schei. Aber er kann hier oben rum, oder? Dann geht das ja im Prinzip ähnlich gut. Aber die Giftwolken gehen bis hier hoch, als wäre es hier gar keine Höhenveränderung. Fühlt man sich auch ein bisschen verarscht. Und wir gucken weiter. Vielleicht kann ich die als Basisverteidigung hier lassen. Die Infanterie. Weil die brauche ich gar nicht auf dem Angriffsfeldzug. Da sind die nicht so wertvoll. So,
gucken, ob er es diesmal wieder überlebt. Ja, ich habe gar nicht viel Auswahlmöglichkeiten, wo ich als erstes hingehe. Oh, immer auf eine Raffinerie. Jetzt ist er natürlich da. Abladen, na klar, guter Zeitpunkt. Viel Polizei heute hier unterwegs. Ja. Harvester. Ja, hier muss ich sagen, spiele ich lieber auf Deutsch, weil ich das einfach so gewohnt bin. Oh, das war's mit dem. Dann baue ich jetzt zwei Schwebepanzer auf einmal, dann geht's ein bisschen schneller. Aber für was anderes sind die auch nicht wirklich zu gebrauchen, in meinen Augen. Jedenfalls in dieser Mission nicht, sagen wir so. Wir wollen nicht gleich so allgemein sprechen. Niemand mag Pauschalisierungen. So, alles noch gut. Ich lasse sie einfach mal da stehen, so für den letzten, die letzte Rettung. Falls die mal versuchen, hier von oben meine Gebäude anzuschießen. Ich glaube, das machen sie irgendwann. Deswegen bleiben die da mal stehen ein bisschen. Ah, er will unbedingt dahin. Dann nehmen wenigstens das Blaue. Na klar, jetzt kommen sie. Lässt er mich in Ruhe? Läuft aber vorbei? Das habe ich mir doch gedacht. Dann kümmern die sich darum. Hallöchen, schafft ihr das? Ihr seid zu langsam, verstehe. Aber wenn ich den angreife, kommt der wieder zurück, oder? Jawohl, ich dachte mir doch. Die sind miteinander verwoben. Aha, ich sehe schon, ich muss hier rechts durch. Ich habe gar keine andere Möglichkeit. Dann kümmere ich mich natürlich erstmal um die Artillerien. Disruptoren bitte. Ich konnte ein EMP bauen, aber das ist mir zu viel Aufwand. Also die hier. Ne, das Firestorm, das ist EMP. Werde ich angegriffen irgendwie? Von dem grünen Zeug natürlich. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Ah, da ist das Vieh, was ich gesucht habe. Das hört man ja manchmal, so manchen Schmatzen. Das ist immer sehr unangenehm. Ah, noch eins. Ob er das jetzt schafft. Alleine diesmal. Hier verschwindet das Zeug schon langsam. Kommt, geht mal darauf. Ich will ja unbedingt sterben, bevor du meinen Schwebepanzer angreifst. Er hat's geschafft. Ach Moment, das waren die hier. Auf eins noch. Ihr seid die neuen Einser. Glückwunsch zur Beförderung. Erst nochmal zurück. Weil die Giftwolken nerven. Haben wir auch nicht unendlich viel Tiberium hier, muss ich ja mal feststellen. Schon hier ein bisschen noch, aber könnte mehr sein. Hätte ich auch nichts dagegen. Auf eine Werkstatt hatte ich jetzt auch noch keine Lust. Also hier, ich könnte eigentlich mal drei davon holen. Ich will jetzt nicht unbedingt Flugzeuge bauen, aber aus der Luft kann man ja trotzdem angreifen, wenn die hier keine Luftverteidigung haben. Probieren wir es mal aus. Dann spare ich ein paar Einheiten, die ich verloren hätte, wenn ich auf sie zugestürmt wäre, vom Boden aus, wie ich es sonst zu tun pflege. Kommst mit. Flieg, flieg, flieg. Flieg und Sieg. Das weiterbauen, was soll das? Ein, aber reicht mir. Der kommt dann mit. Das Teil kann die auch mal angreifen. Hätte ich auch nichts dagegen. Die sind ja nicht verbündet, Nord und diese Viecher. Aha, er will fliehen. Interessant. Oder baut er sich wieder auf? Bin gespannt. Dann greifen wir erstmal den an. Vielleicht will er auch abhauen dann. Ja, die lassen sich nicht so einfach abschießen. Allzu schwer ist es trotzdem nicht. Dann gehen wir da noch drauf. Dann hauen sie alle ab.
Dann können sie da wenigstens gerade nicht angreifen. Wenn sie nicht aufgebaut sind. Sie fliehen! Haltet sie auf! Kann ich jetzt eigentlich denen entgegenkommen? Dann sagen wir mal Hallo. Irgendwo gibt es hier wahrscheinlich diese Flak-Typen und dann machen die mich alle. Muss ich hier unten rum? Echt? Das ist ja toll. Das ist ja richtig toll ausgedacht. Mal gucken, wie weit die noch abhauen. Erstmal auf den. Oh nein, mein Harvester. So, so. Oh, meine Kaserne. Die arme Kaserne. So, warum erstmal das kaputt? Das nervt mich. Bevor es auf meine Gebäude stürzt. Ah, schön. Nicht abgehen, nicht runter. Das ist gefährlich hier. Das ist immer gefährlich. Ach, die können sich auch darum kümmern. Das ist okay, dann gehen wir hier weiter. Ist ja eine komische Karte, ehrlich gesagt. Dass man sich da so durchschlängeln muss hier. Hier gibt es nichts weiter. Dafür zeigen die mir jetzt schon mal ein bisschen, wie es aussieht. Auch nicht schlecht. Oh oh. Ah, das interessiert die gar nicht. Lustig. Ich dachte, die kommen jetzt denen zu Hilfe, von wegen. Die wollen nur stur ihr Ziel verfolgen, in meine Basis einzudringen. Na, selber schuld. Wenn man nicht miteinander kämpft, hat man verloren. Also im Team, meinte ich jetzt. Nicht gegeneinander. Miteinander oder miteinander. Man kann die Oma umfahren oder umfahren. Muss man sich halt entscheiden, was man will. So habe ich mir das sehr viel leichter gemacht. Als wenn ich gegen die Artillerien echt selber hätte kämpfen wollen mit dem Disruptor. Aber was war das kaputt? Ich helfe dir mal ein bisschen. Im Prinzip brauche ich den nicht mehr jetzt. Der baut sich eh nicht mehr auf. Super. Das war doch lustig. So kann man das nämlich auch machen. Wollen wir speichern. Man braucht nicht immer Flugzeuge, wenn man aus der Luft angreifen will. Meine Kaserne schon wieder. Wie sieht sie denn aus? Erstmal ein bisschen reparieren. Darauf spekulieren die nämlich, dass man einmal einen Angriff nicht sonderlich nachverfolgt und repariert. Und beim nächsten Angriff ist die Futsch, die Kaserne. Da kommt noch Zeug. Muss nur die Chemical Tanks kaputt machen. Mache ich gerne, dann gibt es nämlich keine Angriffe mehr aus der Luft. Mit Raketen. Aber leider wird das bis zum Schluss wahrscheinlich doch der Fall sein. Bis ich den letzten Chemical Tank gefunden habe, wird es bestimmt noch bis zum Schluss dauern. Moment, ich kann weiter bauen. Dann bauen wir doch noch ein bisschen. Habe ich mich noch über weniges Tiberium beschwert? Also schon eine Menge da, zugegeben. Auch so eine Sache bei Alarmstufe 2, da hat man gefühlt fast nie Geldmangel. Und man muss keine Silos bauen, glaube ich. Das ist echt eine tolle Neuerung. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Ob das reicht an Einheiten, die ich habe? Ich hatte erst gedacht, es ist vielleicht ein bisschen wenig, aber jetzt sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Und wenn ich ehrlich bin, die kann ich mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich die hier unten noch brauche. Weil ich muss eigentlich nur dieses kleine Stück hier absperren, dann kommen sie nicht weiter. Es sei denn, sie kommen aus dem Boden, da werde ich aber gewarnt. Da habe ich noch die hier, kann neue bauen. Dann passt das. Was hat sie gesagt gerade? Insufficient Farm, glaube ich. Hauptsache keine Raketenangriffe ankündigen. Können die nicht hier links rum auch? Wollen die echt hier oben rum jetzt? Na gut. Ich will aber mal gucken. Da scheint es echt nicht weiter zu gehen. Oh nein, warum? Was ist für eine Scheiße?
braucht doch kein Mensch. Hatte ich nicht noch irgendwo einen Schwebepanzer? Wo kommt der denn jetzt her? Oh oh. Hilf dir mal ein bisschen. Da geht's ja doch rum. Hatte ich gar nicht gedacht. Dann kommen die mal kurz jetzt hier hin. Schieß den doch mal kaputt. Und was ist mit dem Missile Launch? Oh, meine Kaserne. Nee, meine Raffinerie. Die haben echt eine Raffinerie kaputt gemacht. Ich glaube, es hackt. Wer spinnt ihr denn? Ach ja, ach ja. Erstmal reparieren. Kaserne. Und dann nehme ich mir noch eine Raffinerie vor. Eine Raffinerie ist mir jetzt zu wenig geworden. Dauert jetzt alles ein bisschen länger, weil die sie denken, die könnten noch irgendwie eine Chance. Von wegen. Das mache ich erst kaputt, wenn die Schwebepanzer da sind. Aber gucken kann man ja schon mal. Vielleicht muss ich das gar nicht kaputt machen. Ich kann ja einfach vorbeilaufen. Fahren. Was das an Geld kostet, wegen so einem Angriff. Es gibt auf jeden Fall noch eine andere Möglichkeit, hier weiterzugehen. Ob die beiden Wege nach Rom führen, müssen wir erst in Erfahrung bringen. Jetzt sind wir bei 42 Minuten gleich. Eieiei. Gehen wir da nach oben. Ist die alles repariert? Ne, noch nicht ganz. Die Kaserne wäre beim nächsten Mal hinüber gewesen. Beim nächsten Angriff. Ja, dann sollen sie ja abladen, wenn sie nichts finden. Dann haben sie wieder was. So, also hier sind rote Punkte. Also werden die wohl gleich irgendwie Artillerie bestimmt haben. Oder Lasertürme. Interessant. Da ist noch einer, das war klar. Sie bleiben ihrer Linie treu, immer symmetrisch. Zwei Lasertürme. So, wo weit können wir das wegstellen? Da. Dann brauchen wir wieder Desertoren. Ja, vielleicht schicke ich die hier runter, da sind sie besser aufgehoben. Weil da ist sie. Oh, 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 oh. Das ist aber gefährlich jetzt. Hätte ich ja mit rechnen können. So, auf den. Kommt die Verstärkung mal langsam. Auf geht's. Ich brauche Verstärkung. Ah, die schaffen es doch. Gar nicht mal so schlecht. Schaffen sie den aufzuhalten? Jawohl. Selber schuld. Not bad. Jetzt muss der mal gucken, ob er da was sieht. Sonst muss er da mal rein. Ich wollte eigentlich noch mehr Schwebepanzer. Na, jetzt ist auch egal. Mach da mal auf. Mal gucken. Der Feind kann es ja nicht aufmachen. Der kann es jetzt aber nutzen, theoretisch. Diesen Weg. Ich weiß nicht, ob er das macht, aber ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Das werden wir dann auch in Erfahrung bringen. Destroy the North Base. Aha. Hatte ich sowieso vor. Wo fahren die eigentlich alle hin? Sammelt doch einfach mal da. Da ist ja noch ein Schwebepanzer, habe ich voll übersehen. Der ist von vorhin noch. Ich erinnere mich schwach. Habe ich einfach vergessen. Ah, da sind sie. Ja, Hallöchen. Wollt ihr noch ein bisschen helfen? Aber ich muss mich erstmal um sowas kümmern. Die Basis hat natürlich Luftverteidigung, denke ich mal. So. Ob das reicht mit meinen Einheiten, werden wir ja noch sehen. Na toll, Missile Launch. Auf meine Waffenfabrik. Wollen die keine Raffinerien mehr? Na gut. Schön, dass sie so schnell da sind. Vielleicht baut er sich wieder zusammen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Schaffen Sie es von hier unten zu schießen, bitte? Na, also es geht doch. Und die machen das schön, dann passt das. Wir sind noch gar nicht in der Hauptbasis, das war nur so ein Vorposten. Auch interessant. So, der kann helfen hier. Theoretisch könnten die auch helfen bei dem Loch, aber ich habe noch so ein Trauma aus einer Mission, dass das nicht geklappt hat. So, sind die auch tot. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Einheiten, das ist mir zu wenig, was ich hier habe. Die kann man noch zusammenziehen. Die. Wen verliere ich denn da? Ich muss unbedingt die das hier mal reparieren. Hab jetzt wieder einen Sammler dazu bekommen durch die neue Raffinerie. Das ist doch schon von Vorteil. Ich lasse den einfach hier stehen. Man weiß nie, ob man den noch gebrauchen kann. Oh oh. Das lädt sich wieder auf hier im Tiberium, ne? Ja, ich sehe schon. Das war's mit meinem. Und da ist noch eins. Krasse Scheiße. Ja, dann können die es ja mal probieren. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber haben wir sonst nichts zu tun. Und der ist gar nicht mal so schlecht dabei. Warum wehrt sich das Vieh nicht? Ist ja komisch. Repariert und einstudiert. So. Jawohl. Oh, sie haben es geschafft. Hervorragend. Flieg doch da weg. Warum lauft ihr denn? Muss ich dahin? Ja, es scheint so, ne? Dann brauche ich einen Ingenieur irgendwann. Hä? Wo wollt ihr absaufen oder was? Ich will nur mal gucken. Die sollten fliegen, dann können sie auch nicht erwischt werden. Mann, 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 sind die doof. Das geht aber schnell. Kriegen wir den Ingenieur da mal nach oben. So, die Viecher sind weg, das ist auch schon mal gut. Wenn da nur drei von diesen Cyborgs sind, hätte sich das ja nicht groß gelohnt. Aber das wird schon noch. So. Auch gleich tot. Komm schon. Nicht immer auf dem Boden, Jungs. Versteht ihr das nicht? Ah, da sind Chemical Tanks, sehe ich gerade. Anscheinend auch nicht gut verteidigt gegen Luftangriffe. Jetzt ist es vielleicht doch gelohnt, ein paar Flugzeuge zu bauen. Orca-Jäger oder sowas. Nee, habe ich nicht. Oder doch, habe ich. Ocker-Bombe habe ich vielleicht nicht, muss ich gucken. Aber jetzt ist aber da. So, was haben wir denn da? Oh nein, ich habe schon wieder was gehört aus dem Boden heraus. Aha, das, diese Viech-Dinger muss ich kaputt machen. Chemical Tanks. Ob ich einen Ingenieur dann noch brauche, wird sich zeigen. Ist erstmal egal. Aha. Zum Glück habe ich hier noch zwei Einheiten. Haut gleich wieder ab. Hä? Was war das denn jetzt? Ich hab nichts dagegen, aber es ist merkwürdig. Wollt ihr nur mal gucken, oder was? Stop. Hä? Ach, er ist abgehauen vielleicht, weil er nicht getroffen werden wollte von der eigenen Rakete. Das kann natürlich sein. Kommt, schießt doch mal von selbst ein bisschen weiter. Zum Glück sind die jetzt nicht so widerstandsfähig, die Dinger. Ja, können wir darüber gleich. Ob sich das weitergehend lohnt, müssen wir dann feststellen. Jetzt kommt er wieder. Jetzt so meine... Oh! Wenn ich meine Leute wegschicke, dann kommt der, oder was? Nee, er geht schon wieder. Das ist merkwürdig.
Und dann bist du nervig. Vielleicht sollte ich doch Betonplatten bauen. So, ich schicke einfach jetzt die Einzelnen auf irgendwelche Sachen, dann geht das nämlich schneller. So. Jetzt rollt mal hier der Rubel. Und ich baue natürlich keine Einheiten, das ist natürlich großartig. Das ist ein schöner Anblick. Ja, sammeln wir mal das Blaue, komm. Ja, und du sammelst auch Blaue. Ob der wirklich kommt, ist halt immer die Frage. Aber ein paar Einheiten habe ich ja noch zur Not. Die warten jetzt mal direkt hier. Hä, konnten die da noch schießen? Das hat sich gerade komisch angefühlt. Was passiert denn hier gerade? So eine Artillerie. Oh, wie lange ist das schon so? Scheiße. Hätten sie mir ein bisschen früher sagen können. Schnell, 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 schnell. Ich mag keine Artillerien. Nicht, wenn sie meine Gegner sind. So. Irgendwann kommt er dann raus und will angreifen. Ne? Oh Moment, das ist auch noch eine Artillerie. Die greift mich gleich wieder an, das weiß ich schon. Na gut, die ist zu schnell für mich. Ah, da kamen echt welche raus. Waren das Ingenieure? Bin ich mal froh, dass die nicht in meine Gebäude gekommen sind. Das dauert hier aber. Das führt anscheinend beides in ihre Basis. Ja, die hätten den vielleicht aufhalten können. Schick den mal drauf, vielleicht hilft das. Vielleicht klappt das ja. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch weiterkommen. Es waren wohl noch nicht alle Chemical Tanks. Bestimmt nicht. Oha, da kommt jetzt aber Zeug hier. Und er hier? Will der echt zu meiner Basis? Der ist mutig. Nicht schlecht. Mach das mal kaputt, das nervt mich die ganze Zeit schon, glaube ich. Wenn es das ist. Ja, 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 sehr gut. Ja, so auf so einer großen Basis sieht es gar nicht aus, was sie da haben. Wir haben mehr. Ganz viele kleine Teilbereiche. Ist da noch ein Laserturm? Oh nein, jetzt kommen sie aus der Luft. Jetzt kommen sie aus der Luft. Natürlich habe ich keinen Schwebepanzer. Erstmal auf dem Obelisk vielleicht, ne? Na, machen wir das kaputt. Dann schnell das noch. So, wie sieht's mit der Artillerie aus? Wo ist die? Ich glaube, er hat sie getötet. Gut. Dann brauche ich noch ein paar Einheiten. Da oben. Dich nicht, dich braucht keiner. Dich aber noch. Gucken wir mal, was hier noch gibt. Noch mehr Chemical Tanks. Oder was ist das? Oh, ein Bauhof. Machen wir den Bauhof kaputt. Mein Vorschlag. Ich lasse die einfach mal stehen, falls da von links noch was kommt. Das Teil muss weg. Das ist doch die Raketenscheiße. Raketenstartplattform. Ja, Hubschrauber machen jetzt nicht so viel Schaden, das ist mir jetzt auch egal. Haben wir noch eine Waffenfabrik hier? Die zerstört werden will. Hat dann ansonsten ganz gut geklappt, mit relativ wenig Einheiten, finde ich. Die Mission. Ah, schon geschafft, irgendwas. Die Chemical Tanks sind weg. Dann muss ich jetzt nur noch die Basis zerstören. Normalerweise baue ich da viel mehr Armeen auf, bevor ich mir einen Angriff zutraue. Wie man sieht, ist das gar nicht unbedingt immer notwendig. Der lebt auch noch. Jetzt machen die gar nichts mehr, die Hubschrauber. Auch nicht schlecht. Haben keinen Bock mehr am Feierabend. Der geht wieder weg. Na gut.
Du musst ja nicht kämpfen, wenn du nicht willst. Hier sind nur Freiwillige. Nur Freiwillige. Jo, Silos sind ganz schlimm. Die müssen weg. Wo ist mein Geld eigentlich? Wo bleibt mein Geld? Wäre voll toll, das mal zu haben. Also die Typen haben sich mehr gelohnt, als ich gedacht hätte. So, die Rocketeer nennt man die in Anapurore 2, glaube ich. Rocketeer. Und hier heißen sie Jump Jet Infanterie. Jung. Jetzt kriegen sie auch kein Geld mehr. Das waren die roten Punkte, die wir gesehen haben. Auf der Karte. Oh, er ist wieder zu nah rangegangen. Idiot. Aber wie wenig Schaden das macht im Vergleich zum Obelisken zum Beispiel. Ein Obelisk braucht allerhöchstens 2 Schuss für einen Disruptor. Und ein Laserturm, ganz schlecht. Nach der Mission ist aber auch erstmal Schluss für dieses Video. Schon wieder eine Stunde um. Hab ja gesagt, die Missionen werden länger. Deswegen auch die Videos, wenn ich eine Mission in ein Video reinbringen möchte. Das wird vielleicht nicht immer klappen. Mal gucken. Ich will es ja nicht übertreiben. Ich kann ja auch zwischendurch einfach ein Päuschen machen. Oh, da ist noch ein Obelisk. Gefällt mir aber gar nicht, wenn man den nicht mal sieht und der schon angreift. Ja, das ist es, was ich gerade gesagt habe, wie viel Schaden der macht. Nicht auf den Sammler, sondern auf die Dinger, die euch anschießen. Erstmal ist mein Vorschlag. Könnt ihr mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Auf geht's. Oho. Oha. Okay, hier oben gibt es gar nichts mehr. Interessant. Dann komm da runter. Hat sich ja voll gelohnt, den Ingenieur da reinzuschicken, ne? Nicht. Kaufen die jetzt, habe ich das richtig gesehen. Habe ich nichts dagegen. Verkaufen ist okay. Oha, 3 neue schon. So. Attacke, Attacke. Viel können sie nicht mehr haben. Damit. Ich finde das schön, wenn als Ziel noch ausgegeben ist, die ganze Basis zu zerstören, solange es nicht um irgendwelche blöden Mauern geht, die dann rumstehen. Dann kann man nämlich quasi die Mission noch aufräumen. Das macht doch schon Spaß. Als wie in der letzten Mission, die war ja auch noch in diesem Video, fällt mir gerade ein, wo man einfach nur durchstürmt und alles steht dann noch am Ende. Das mag ich eigentlich nicht so. Bei der Mission war das halt eine Besonderheit, weil ich da einfach nur weg wollte. Ja, weiterbauen, was soll das? Die können ja nicht mehr schießen mit Dings, mit Raketen. Die haben keine Möglichkeit mehr. Ich habe ihre Startrampen und alles zerstört. So, das ist noch weg. Ob es hier links noch was gibt, werden wir gleich sehen. Was macht ihr denn da? Kommt mal vor. Vorkommen. Auf geht's. So, du bist da eingeteilt, nicht vergessen. Das sieht fast noch aus wie Chemical Tanks. Kann es aber nicht sein. Kann es nicht mehr kaputt machen. Brauche ich jetzt wieder Schwebepanzer, ernsthaft? Dann baue ich ein paar. Dann baue ich halt ein paar. Da ist noch eine Brücke. Muss ich die noch reparieren wahrscheinlich? Ist so offensichtlich, oder? Warum kann ich das nicht kaputt machen? Observatorium Tower. Naja. Gut, hier ist anscheinend nicht kaputt. Ungewöhnlich. Wird wahrscheinlich gleich kaputt gehen. Na, was haben wir hier? Irgendwas, was wir noch kaputt machen können. Oh oh. Greifen die an? Kommt man da hoch schnell, aber ich brauche ich gleich. Erstmal gehe ich hier runter in Sicherheit. Mit den Swaptoren bin ich ja echt nicht gerne dran an so Dingern. Können wir mal gucken, was da noch so ist. Viel kann es nicht mehr sein. Du guckst da noch was, weil da noch schwarz ist. Wir wollen alles Schwarze aufdecken hier.
Ist das ein Zug? Vom letzten Mal? Train Car. Krass. Haben wir das geschafft? Den kann ich gar nicht kaputt machen. Aber vielleicht geht er kaputt automatisch, wenn ich jetzt durchschieße mit den Disruptoren. Oder auch nicht. Was haben wir da noch? Nichts Großes mehr. Moment, hier kann man auch noch durchgehen. Ah, da war noch sowas. Aber das war es nicht, das letzte, was noch gefehlt hat. Manchmal sind es ja so einzelne Dinger, die dann noch fehlen. Das ist dann doch nervig irgendwann. Ah, ich sehe noch rote Punkte. Hier? Ah. Irgend so ein flackes Ding ist es wahrscheinlich wieder. Wieso hat sich das nie ausgebreitet? Ah, hier auch. Wieso hat sich das nie ausgebreitet und den Gegner beeinträchtigt? Es geht immer nur gegen mich. In den meisten Fällen. Ist es das gewesen? Nein, ich sehe immer noch rote Punkte. Ganz wichtige Flachs müssen noch zerstört werden. Irgendwo hier. Ich suche. Da. Mach das mal kaputt. Und da auch noch. Das müsste es dann aber gewesen sein. Jawohl. Hey, perfekt. Stunde und fast 2 Minuten. Die erste Mission hat 2 Minuten gedauert und die Mission gerade 1 Stunde. Ungefähr so ist dieses Video aufgeteilt. Gefühlt. Hier steht 48. Na gut. Dann wird's wohl stimmen. Brauche ich nicht. Gut, speichern und dann sage ich danke fürs Zusehen und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Tschüss. Das löschen wir. Bye bye. Battle control offline.